Wollt ihr wirklich mal wieder ein Q&A von mir sehen? Schreibt mir am besten direkt dazu mal eure Fragen in die Kommentare rein mit dem Hashtag Frage dabei, damit ich es besser filtern kann, dann kommt da dem nächsten Video auf dem Zweitkanal dazu. Servus oder so, euer Patterson darf euch begrüßen zu einer neuen Folge Duisburg-Karriere und es heißt Saisonfinale. 7 Spiele bleiben noch übrig, die gibt's heute alle. Gegen Leverkusen im Pokal wird auf alle Fälle selbst gezockt, es ist das Halbfinale und dazu entscheidet sich halt auch noch, was wir in der Liga erreichen und wir wollen unbedingt nach Europa und es muss doch einfach klappen, wir haben 8 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Ganz wichtiger Hinweis, wie immer, Daumen nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Wir gehen rein ins erste Spiel für heute und das wird normal simuliert gegen Hoffenheim mit Kamera in der Startaufstellung. Das habe ich gerade direkt umgestellt, dass er nicht mehr wie in der letzten Episode aus Versehen die ganze Zeit durchspielt. Wir wollen natürlich unbedingt mit einem Sieg direkt reinstarten. Da passt uns so ein Gegentor eher nicht in den Kram. Fabio Silva spielt hier einfach für Hoffenheim und trifft natürlich direkt. Das Gute ist natürlich, ich kann hier theoretisch später noch eingreifen und davon werde ich auch auf alle Fälle Gebrauch machen. Ein bisschen Zeit geben wir die Jungs aber noch, vielleicht können sie es von selbst aufholen. Gerade scheint es nicht so, wir stehen immer noch bei 0 Schüssen und so langsam geht uns die Zeit aus und deshalb gehe ich da jetzt rein und schieße ganz entspannt 2 Tore. Ist natürlich leichter gesagt als getan. Tavares, der ist drin! Ein Tor von außerhalb des 16ers. Das hat man noch nicht oft gesehen in der Karriere und das war tatsächlich der allererste Angriff. Ein Finesse-Shot von Tavares und schon steht es 1:1. Und da setzen wir jetzt direkt noch einen drauf. Mit dem eingewechselten Arne Sicker. Zurück auf Musiala. Nochmal Tavares. Dieses Mal hält Werner den Ball. Und jetzt wird es halt zeitlich schon richtig eng. Gute 5 Minuten noch. Nochmal Tavares. Wunderbarer Laufweg von Musiala. Und der geht jetzt wieder komplett ab. Und es ist 2:1. Wir haben das Spiel gedreht. Genau so war das von mir geplant. 3 Minuten lang müssen wir jetzt noch sicher stehen. Das muss doch wohl möglich sein. Ganz entspannt bekommen wir es hin. Drehen die Partie gegen Hoffenheim und gewinnen nach einem 0:1 Rückstand am Ende noch mit 2:1. So geht der Traum von der Europa League weiter. Sicker wechselt natürlich nicht zu Crystal Palace. Da hatten wir das Angebot von denen ja in der letzten Episode delegiert. Am 11. April treffen wir jetzt auf Leverkusen. Vorher stelle ich mal für unsere Keeper einen neuen Entwicklungsplan ein. Ihr habt euch da einen gewünscht, der deren Abschlag verbessert. Und das ist dann natürlich Torwart Libero. Für die eine Episode können wir das ja jetzt mal ausprobieren. Schreibt mir ansonsten gerne die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Bei meinem Trainermodell mache ich jetzt noch eine kleine Anpassung. Das war eigentlich schon längst fällig, weil der Bart reicht halt bei Weitem nicht mehr aus. Es gibt jetzt aber leider keinen, der so richtig gut passt. Der hier ist halt etwas zu viel. Ich werde den morgen wahrscheinlich sowieso wieder etwas trimmen, beziehungsweise abschneiden. Trotzdem, komm, für die eine Episode hauen wir jetzt den hier raus. Dann können wir es ja beim nächsten Mal direkt wieder ändern. Jetzt aber, Spiel gegen Leverkusen. Auf die treffen wir später nochmal im Pokal. Und das sollte ich jetzt vielleicht vorher noch nachschauen. Okay, gegen Frankfurt sollte ich vielleicht ein bisschen rotieren. Hier können wir definitiv noch die Top 11 aufs Feld schicken, damit wir zumindest mal ein Unentschieden holen gegen Leverkusen. Hatte ich mir natürlich mehr erhofft, aber ist jetzt auch kein Katastrophenergebnis auswärts bei denen. Wir halten da noch den 5. Platz. Die Europa League ist uns eigentlich kaum noch zu nehmen. Champions League wäre halt noch drin, aber ich weiß gar nicht, ob das so gut wäre. Zumindest ein Jahr Europa League hätte schon auch was. Und auch deshalb fokussieren wir uns definitiv mehr auf den Pokal. Das heißt, wie gerade schon gesagt, B11 gegen Frankfurt. Ich glaube, der Einzige, der übrig bleibt in der Mannschaft, ist Chris Richards, weil für den haben wir keinen Ersatz im Kader. Wir verlieren halt jetzt leider. Das war so ein bisschen eingeplant. Ich finde es übrigens krass, dass einfach Rebic wieder bei Frankfurt spielt. Oder ist der nur ausgeliehen in FIFA? Das kann auch sein, weil sonst ist es wirklich heftig, wenn die den zurückgekauft hätten. Aber es kann gut sein, dass der in echt ja auch irgendwie nur mit Kaufoption oder Kaufpflicht ausgeliehen ist, was EA dann aber halt einfach ignoriert. Arthur Kraus soll ausgeliehen werden. Wir haben eine Nachricht von Kamara. Er sagt, dass er die Position von Minossi besser ausfüllen könnte. Du spielst doch sowieso. Der ist in der Alf drin. Was will er? Der ist halt ernsthaft davon ausgegangen, dass wir nochmal mit der B11 antreten. Aber das machen wir natürlich nicht. Das hier ist wahrscheinlich das größte Spiel bis hierhin in dieser gesamten Karriere. Oder habt ihr irgendeins im Kopf, was daran vorbeikommt? Dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Kann natürlich sein, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir sehen die Aufstellung von Leverkusen. Die haben diesen
großen Ordóñez Cruz wieder vorne drin. Der hat uns ja schon mal wehgetan. Das dürfen wir heute auf gar keinen Fall zulassen. Den müssen wir konzentriert verteidigen. Bellingham spielt bei denen im Mittelfeld. Also das ist eine gute Truppe. Ich muss brutal aufpassen. Oh, da haben wir Tavares am 16er ran. Für den Gegner ist das mittlerweile Gefahr. Haben wir ja vor kurzem rausgefunden. Jetzt kommt aber Nankam. Cesc Nankam. Das war die erste Chance im Spiel. Vielleicht kommt ja jetzt gleich die zweite. Wenn die nicht den Torhüter rausgeholt hätten, dann wäre da Richards auf alle Fälle an den Ball rangekommen. So arbeiten wir weiterhin daran, uns endlich die zweite Torchance rauszuspielen, als ob der nicht im Abseits stand. Das ist das 1-0 durch Tavares. Der wird auf einmal torgefährlich. Aber ich war mir halt sicher, dass der Schiri das abpfeift. Musiala stand anscheinend nicht im Abseits. Also, alles wunderbar. 1-0 für uns. Aber ich schaue mir das jetzt trotzdem hier nochmal ganz genau an. Hier wird gleich der Pass gespielt. Es kann ja wirklich sein, dass das kein Abseits war, aber auf alle Fälle extrem knappe Geschichte. Am Ende alles egal, wir führen, Jungs. Pokalfinale wäre halt so extrem geil. Tavares steckt den durch auf Cesc Nankam. Cesc Nankam mit dem Querpass. Boah, ich hätte ihn einfach so reinschießen sollen. Da wollte ich es eindeutig zu sicher machen. Ey, aber habt ihr euch gerade mal die Statistik angeschaut? Leverkusen hat einfach 71% Ballbesitz. Aber da kommt halt echt verdammt wenig bei raus. Bei uns ist das anders. Cesc Nankam und dann wieder Tavares. Der schießt heute ein Tor nach dem anderen. Und jetzt vielleicht noch eine Vorlage von ihm. Der Pass kam auf alle Fälle von Tavares und da ist es. Jetzt trifft auch endlich Cesc Nankam. Dadurch kann ich Chris Richards jetzt auch mal ein bisschen Schonpause verpassen. Ist ja der Einzige, der jetzt immer von Anfang an hat spielen müssen. Hier sollte normalerweise nichts mehr anbrennen. Jetzt hat Leverkusen das 1-3 geschossen, aber schaut euch mal bitte an, wie das gefallen ist. Ich will einfach nur den Ball weghauen und dann passieren extrem seltsame Dinge. Man sieht sogar noch die Bewegung von Schuster, wird dann eigentlich gefoult. Muric schießt den Ball gegen Schusters Fuß und von da aus geht er durch seine Beine ins Tor rein. Solche Tore fallen auch nur in FIFA. Aber gut, dass wir vorher schon dreimal getroffen hatten. Ihr wisst, was dieser Sieg bedeutet. Wir ziehen ein ins DFB-Pokalfinale. Und das ist natürlich absolut geil. Und das würde ich eigentlich schon auch gerne in der Episode heute spielen. Kamera bedankt sich für die Spielzeit. Das war sehr gut. Turnier, Preisgeld 2,6 Millionen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir nehmen da ordentlich Kohle mit. Wobei es in der Liga natürlich auch ein fettes Preisgeld geben wird. Spieltag Nummer 31 ist es jetzt. Wenn wir in Hoffenheim dranbleiben wollen, müssen wir gewinnen gegen Stuttgart. Und da kann ich Schaub jetzt keine Spielzeit geben. Sorry, das geht auf gar keinen Fall. Bei Nankam steige ich jetzt mal wieder ausgeglichen als Entwicklungsplan ein, weil wir hier diese Meldung da erhalten haben. Wenn ihr dafür natürlich noch andere Ideen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Wir schlagen jetzt erstmal Stuttgart. Mit der Top 11 sollte das doch wohl eine klare Geschichte werden. 2-1 ist keine klare Geschichte, aber ist ein Sieg und das ist das Einzige, was am Ende zählt. Wie gesagt, damit bleiben wir dran an Hoffenheim. Kraus ist ausgeliehen. Was mich natürlich auch noch interessiert ist, wer unser Gegner dann im DFB-Pokalfinale ist. Freiburg, was ist das denn bitte? Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Aber die sind ja auch nicht grundlos hier ins Finale gekommen. Vorher aber noch drei Ligaspiele. Eins davon gegen Mainz 05. Nächster Sieg. 2-0 Schuster. Mal wieder mit einem Tor und Musiala trifft auch noch. Damit sind wir jetzt bis auf einen Punkt rangerückt an Hoffenheim. Es könnte halt wirklich noch mit der Champions League klappen. Den hier nehme ich mal mit, weil er einen Marktwert von 500.000 hat. Den Dirks hier kann man auch brauchen. Der Marktwert war jetzt nicht ganz so hoch, aber dafür war er erst 15 Jahre alt. Das ist jetzt halt schon der vorletzte Spieltag und wir treffen ausgerechnet auf Freiburg, gegen die es ja dann später nochmal geht. Wir sehen also direkt schon mal ihr Team. Bella Kotschap einfach in der Abwehr. Wir flößen denen jetzt direkt schon mal ein bisschen Angst ein. In Bezug auf das Pokalfinale. 3-2. Musiala trifft und trifft und trifft. Ist der zweitbeste Torschütze in der Mannschaft. Find's aber noch viel krasser, dass Schuster einfach Fünfter ist und Biol Vierter. Ey, aber Hoffenheim hat schon wieder gewonnen. Bedeutet es wirklich ein richtig spannendes letztes Spiel. Um den Meistertitel geht es natürlich nicht mehr, den hat der FC Bayern schon sicher. Im Abstiegsbereich können sich Mainz und Bielefeld theoretisch noch retten. Die wollen da an Bremen vorbeiziehen. Ja, und für uns ist es halt mindestens die Europa League, vielleicht die Champions League. In der Theorie können wir auf alle Fälle noch Vierter werden. Ich muss diese Partie gegen Bremen einfach selbst spielen. Ich darf da gar nichts dem Zufall überlassen. Ich werde natürlich auch versuchen, ein bisschen auf die Zwischenergebnisse aus den anderen Stadien zu achten. Das wird ja rechts oben teilweise eingeblendet. In der Halbzeitpause können wir es auf alle Fälle sehen. Bremen mit einem Wohl
Bogo im Tor, da vorne Fünferkette, Viererkette und nur ein Stürmer. Das ist schon ziemlich defensiv. Bin ich mal gespannt, ob wir da Lösungen finden, um dieses Abwehrbollwerk zu knacken. Das ist mal der erste Versuch mit Tavares, der ja auf einmal torgefährlich geworden ist. Der zweite Versuch läuft über eine Ecke. Chris Richards hat da sehr viel Platz. Chris Richards mal wieder. Scheitert leider am Bremer Schlussmann. Vielleicht macht das Hölzler besser. Der läuft in den 16er rein. Mika Hölzler macht das nicht besser. Es steht also weiterhin 0:0 zur Pause. Jetzt können wir uns mal die anderen Ergebnisse anschauen. Da haben wir sie. Wir müssen aber sowieso auf uns schauen. Unsere Hausaufgaben hier machen in Bremen. Und das heißt gewinnen. Zumindest ein Tor muss doch einfach drin sein. Und da ist es auch schon. Direkt nach der Pause in der 49. schlagen wir zu. Und das war wirklich extrem simpel herausgespielt. Ein einfacher Doppelpass zwischen Tavares und Nankam besorgte die extrem wichtige Führung. Weil nach vorne kommt, wie es auch zu erwarten war, relativ wenig von Werder. Stattdessen gehen wir aufs 2:0 bekommen hier einen Elfer. Ich zeig's euch gleich nochmal, wie es dazu gekommen ist. Nankam schießt aus der zweiten Reihe. Und Wurzweiler hat er da seine Hand, bitte. Wie auch schon in der letzten Episode wird dieser Elfmeter also auf alle Fälle zurecht gegeben und wie auch da schon versuche ich es wieder nach rechts und es klappt auch wieder. Saisontreffer Nummer 17 für Jesse Nankam in der Bundesliga. Ich werde den jetzt auch nicht auswechseln, vielleicht trifft er ja nochmal. Aber es sieht ganz aus, als könnten wir hier unsere Hausaufgaben machen. Ich weiß nur nicht, wie es in anderen Stadien steht, weil ich auch nicht dauernd auf das da rechts oben achten kann. Ich muss mich darauf konzentrieren, dass wir hier kein Gegentor bekommen. Angriff ist die beste Defensive. Wunderbar gespielt, Musiala. 3:0. Wir besiegen Werder Bremen. Also wirklich hochverdient. Dank einer saustarken zweiten Halbzeit. Jetzt ist nur die Frage, was hat die Hertha getrieben? Haben die ihr Spiel wirklich gewonnen? Und das entscheidet jetzt natürlich darüber, ob wir Champions League oder doch nur Europa League spielen. Aber dank dem 2:2 von Wolfsburg gegen Hoffenheim kommen wir noch rein. Die Champions League Plätze werden Vierter. Also mehr konnten wir uns wirklich nicht erträumen. Absteiger sind Darmstadt, Bielefeld, Mainz muss in die Relegation. Wir halten dadurch ein dickes Preisgeld von fast 85 Millionen. Und jetzt bleibt nur noch das Pokalfinale übrig in dieser Saison. Und da muss ich die Pressekonferenz natürlich mitnehmen. Hat man ja nicht oft sowas. Wie gehen sie mit der Müdigkeit um? Also um die Müdigkeit mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen. Und so haben wir in der zweiten Reihe auch sehr gute Leute. Könnte Sportclub Freiburg gewinnen? Natürlich könnten die theoretisch gewinnen. Es ist ein Finale, es ist der Pokal. Da ist wirklich alles möglich. Kann das so weitergehen? Natürlich kann es so weitergehen. Also auch die Frage zum DFB-Pokalfinale sind dumm wie immer. Kümmern wir uns lieber um unser Hauptgeschäft. Und das ist es, Spiele wie diese zu gewinnen. Das DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion zwischen Duisburg und Freiburg. Hier sehen wir nochmal die Wege beider Teams. Jetzt kommen wir auch schon zu den Mannschaftsaufstellungen. Bei uns ist es das gewohnte 4-2-3-1. Ich habe jetzt auch mal Dumitru ins Tor gestellt, um auch da das Bestmögliche aufzubieten, was wir so haben. Die Mannschaft von Freiburg kennen wir aus dem Bundesliga Duell schon. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Boah, wie geil wäre das, wenn wir hier den DFB-Pokal gewinnen. Aber ich fühle mich heute FIFA-technisch einfach richtig gut und normalerweise muss das dann auch einfach klappen. Die Chancenverwertung wird halt extrem wichtig. Solche Dinger müssen reingeschossen werden und sie werden reingeschossen in der 7. Spielminute durch Tavares. Heute ist es wirklich immer wieder Tavares. Der hat richtig Bock, der Junge. Das ist Tavares. Spielt den in die Mitte. Was ein Traumpass ist das denn? Bitte. 2:0. Also ich habe natürlich überhaupt kein Problem damit, wenn es hier jetzt nicht sonderlich spannend werden sollte. Hauptsache wir gewinnen das Ding. Und ich höre natürlich nicht auf. Gehe direkt aufs 3:0. Jamal Musiala muss den machen. Mach den. Was ist denn das hier bitte? Es ist noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt und wir führen mit 3:0 im DFB-Pokalfinale. Freiburg kann sich ja fast freuen, dass es bis zur Pause nicht noch mehr Gegentore geworden sind. Von denen kommt halt echt überhaupt nichts. Da merkt man, wie gut unsere Mannschaft halt mittlerweile doch ist. Jesse Nankam legt den nochmal zurück. Und was ist jetzt los? Ich glaube, es war Handspiel von Kamara. Das hätte halt eigentlich das 4:0 sein müssen. So halten wir Freiburg hier natürlich am Leben. Nicht, dass hier noch komplett verrückte Dinge passieren. Der war scheinbar abgefälscht. Wechsel aus, Menossi kommt rein für Weigel, Hölzl geht runter und Engin geht rein. Die Ecke tritt Grifo, Niakate, Dumitru. Ich lese jetzt einfach nur noch Namen vor. Nuri, Musiala, Nankam,
Tavares mit dem Freistoß und der ist gar nicht schlecht. Landet am Pfosten. 18 Minuten sind jetzt noch übrig. 18 Minuten, die wir noch durchhalten müssen. Und dann haben wir ihn, den DFB-Pokaltitel. Ich mache jetzt was komplett Verrücktes. Ich tausche unsere Torhüter. Einfach, weil Muric es sich verdient hat, danach ordentlich mitzufeiern. Der stand immerhin fast die ganze Zeit im Tor im DFB-Pokal. Ich hätte ihn auch eigentlich direkt von Anfang an spielen lassen sollen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Ein Kopfballtor von Richards, das darf natürlich nicht fehlen. Engin trifft auch noch. Das Tor hier von Grifo macht keinen Unterschied. Versteh sowieso nicht, wie Schuster da nicht rangekommen ist. Wir gewinnen das DFB-Pokal-Finale mit 5:1. Und das ist der allererste richtig, richtig fette Titel in dieser Karriere mit Duisburg. Wir sind fast immer extrem früh rausgeflogen aus dem Wettbewerb, aber kaum kommen wir da mal Richtung Viertelfinale, Halbfinale, schon gewinnen wir das Ding sofort. Und wie klar dieses Finale halt einfach ausgegangen ist. Die Trophäe sieht schon richtig geil aus. Chris Richards mal wieder mit einem Kopfballtor in der Partie. Zu guter Letzt kommt natürlich Schuster, denn der ist, bleibt und war Kapitän beim MSV Duisburg. Der schnappt sich den DFB-Pokal und reckt ihn in den Berliner Nachthimmel. Es ist ein brutal geiler Titel. Natürlich widmen die Spieler den euch. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen da auf dem Video, dann brauche ich es nachher nicht mehr sagen. Ein bisschen Jubelszene müssen wir uns schon noch gönnen. Wir schauen uns dann jetzt gleich natürlich noch die Statistiken an und dann geht's rein in die nächste Saison, weil ich ja wieder eure Vorschläge und so weiter brauche. Hier noch kurz das abschließende Spielerbild. Turnierpreisgeld 4,5 Millionen. Ich bin so auf unser Transferbudget in der nächsten Saison gespannt. Ich habe jetzt mal noch ein bisschen weiter simuliert Trainer des Monats, damit wir uns gleich die Statistiken komplett anschauen können. Damit man auch sieht, wer die Champions League gewonnen hat und so weiter. Die Bundesliga-Tabelle kennen wir ja schon ziemlich gut. Beim DFB-Pokal wissen wir auch, wer da gewonnen hat. Das Relegationsspiel wird noch nicht ausgetragen. UEFA Superpokalsieger ist Manchester City. Die Champions League gewinnt Real Madrid im El Clasico-Finale. Und dann bleibt natürlich nur noch die Europa League. Da sehen wir Sporting Lissabon als Sieger. World Cup ist aktuell auch am Laufen, also die Weltmeisterschaft, aber da wurde noch nichts gespielt. Am meisten Tore hat für uns geschossen in dieser Saison natürlich Cezek Nankam. Das ist keine große Überraschung. Danach kommt Musiala, Tavares mit 8 Buden, Biol Schuster und so weiter. Wir haben generell viele verschiedene Torschützen. Die meisten Vorlagen gibt Tavares. Also der ist schon eine Maschine mit seinen 19 Jahren. Der hat eine 84 einfach. Also wo sich der noch hinentwickeln wird, das wird komplett übel. Der Vollständigkeit halber seht ihr hier noch, dass Mainz in der Relegation Union Berlin bezwungen hat. Und damit war es das endgültig von dieser Saison. Es kehren sau viele Spieler von der Leihe zurück. Da müssen wir uns auf alle Fälle drum kümmern. Aber halt auch noch um so viele andere Dinge. Denn es beginnt die Saison 2026, 2027. Und unser Transferbudget liegt bei 72 Millionen Euro. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare rein, was ich damit anstellen soll. Alles, was ihr habt, ab damit da unten rein. Vergesst natürlich nicht, Kommentare nach oben zu voten, nach unten zu voten, damit ich sehe, was ihr wirklich wollt. Wir haben eine brutal geile Saison hinter uns, aber die nächste brutal geile kommt halt jetzt direkt. Wir spielen Champions League. Das wird natürlich richtig, richtig krass. Ich hoffe, ihr seid da ebenso gehypt drauf wie ich. Wie gesagt, alle Vorschläge jetzt sofort unten reinschreiben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Bye. Ich denke, das war eine relativ lange Folge. Und wenn ihr jetzt trotzdem denkt, hey, das reicht mir nicht, ich brauche noch mehr Hansus-Content, da findest du das letzte Video. Das ist 41 Minuten lang. Wenn du es noch nicht angeschaut hast, gönnst dir jetzt. Darunter auch noch ein anderes Video und in der Infocard weitere Videos, Playlists. Also mit zu wenig Content von mir kann man sich halt da eigentlich überhaupt nicht beschweren.